Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesgeheimnis am 7. April 2018. Glück in die Liebe, das haben die Stiergeborenen, die Jungfraugeborenen, die Steinbockgeborenen, wobei die Steinbockgeborenen sollen auf ihren Wünsche und Sehnsüchte achten, also nicht aufgeben, sondern an diesem Liebe glauben. Und dieses Glück, dieses Liebesglück haben auch die Krebsgeborenen und auch die Fischengeborenen, aber die Fischengeborenen sollen von etwas befreien. Das kann die Angst oder die Zweifel sein oder etwas noch loslassen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben auch Glück in die Liebepartnerschaft, aber sie sollen nicht warten, bis dieses Glück eintrifft, sondern aktiv zu sein, rausgehen. Oder wenn sie schon einen Wunschpartner haben, dann ein Signal setzen. Entweder Gefühlen zeigen oder die Kontakt suchen. Also wichtig ist nicht nur warten und Erwartungen haben, sondern auf anderen zuzugehen. So kommt es in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren haben zwar Glück in die Liebe Partnerschaft, aber in beruflichen Situationen fühlen sie sich beengt, eingeengt. Sie bekommen zu wenig Anerkennung. Vielleicht muss das so sein, damit viele Jungfraugeborenen sich beruflich verändern. Die Gespräche, das ist interessant heute. Wir sollen heute hinter den geschlossenen Türen schauen, welche geheime Gespräche handelt sich das. Weil da sind heute die Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass jemand schwätzt etwas über hinter unserem Rücken. Natürlich sind es auch Geheimnisse. Bei einem oder anderen bedeutet das, dass wir in diese Geheimhaltung gehen sollen, das heißt eher schweigen, als jetzt erzählen, was wir vorhaben. Also heute geht es um Geheimnisse, was die Gespräche betrifft. Und das war meine heutige Botschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.